legt sich für die Boys ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von klarem Format. Besser ihr als ich. Ich glaube, eine alte Frau, die sie Lumpengräfin nannten, lebte hier in der Gegend. Nur passend, dass eine Irre wie sie Lady Boyle als Nachbarin hatte. Sie hörte also mit dem Singen auf, als sie vorüberging. Und Sie dachten, sie wäre eine Hexe. Du hättest es sehen sollen. Sie sind mitten durch die Rosen, haben sie niedergeworfen und dann zum Orden geschleift. Sie sagen, wir wären dumm. Wir brauchen einen Regenz. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage. Puh, ja, ich hab's ein bisschen verkackt. Sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage. Hatte Monate, das Mikro auf Stumm. Und ich vergesse das immer. Fernab. Während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die Hand, naja, hattet ihr ein bisschen Gameplay halt und kommentiert. Von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Oh ja, dafür... Alter, was ist denn das für eine... Alter! Verreck! Miststück, ey! Beißt die mich hier erstmal, die blöde Kuh? Ich glaube, es hakt. FSMA Boyle is a routing count. Oh, cool. Knochenartefakt gleich auch noch. Her damit! Neues Knochenartefakt. Zeig mal her. Defektes Uhrwerk. Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, bis sie explodieren. Bisher hatte ich noch nichts mit Granaten zu tun, also muss ich sehen, ob ich das dann überhaupt brauche. Ein Buch. Tagebuch der Lumpengräfin. Oh. Ich kann ihm nicht trauen. Man kann nie lieben, wenn man ihm nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen. Wenn es kalt wird und das schlechte Wetter sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser, ruiniert, nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat.
Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht so kalt und düster, düster, düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt. So düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. 5 Münzen-Dinger. Da drüben, da muss ich an den Tallboys vorbei. Naja, gucke ich später erst einmal. Oder was jetzt erst einmal? Alter, was machen die für Schaden denn hier? Fire the Boils. Oh, puh. Was soll denn die Scheiße? Rutscht der da runter, ey? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ach nee. Pass auf, müssen wir hier wenigstens nicht wieder zurück. So, hier gibt's natürlich keinen Weg nach oben. Ob das wohl was bringt, damit eine Armbrust drauf zu schießen? Ha. Ich lasse es einfach mal auf den Versuch ankommen. Alter, wie viel schlucken die denn? Wow, fuck. Wow, am Arsch. Am Arsch. Scheiße. Alles klar, die schlucken ganz anständig. Dann lasse ich das lieber. Aber ich wollte es mal probieren. Wobei, die hatten ja Walöltanks bei sich. Vielleicht kann man darauf schießen und dann macht es direkt Bumm. Wer weiß. Nein. Du meine Güte. Was ist los? Nein. Oh, ich Genie. So. Geil. Ganz nice. So. Zeig mir, was anliegt. Was haben wir da? Alter, okay. Voll viele Whiner hier. Alter, scheiß Spacko, stirb! Meine Fresse. War ich da doch noch ein klein wenig zu weit entfernt von. So. Ich nehme mit, was nicht nied- und nagelfest ist, wie immer. Selbstverständlich auch das Knochenartefakt. So, und was macht das jetzt? Seuchenaffen?
Wenn du durch Weiner verletzt wirst, erhältst du ein wenig Mana. So. Nice. So, und wie kann ich jetzt das hier öffnen? Gar nicht? Gar nicht. Oh, nett. Was haben wir da? Normale Kugeln. Noch was zu futtern. Bisschen Kohle. Schlüssel zum Wachquartier. Okay. Was, ich bin jetzt schon im Beul anwesend? What? Wann das denn? Ey, da muss ich aber noch mal raus. So. Hier kann ich hoch. Wow, okay. Oh, geil. Bin ich hier, obwohl ich hier noch gar nicht hin will. Allein schon überlebt er hier einen Headshot. Nein! Voll verkackt, das starte ich nochmal neu. Headshot! Ja. So. Letzter Speicherpunkt. Und das Ganze nochmal, weil es so schön war. Hey, geil, okay. Das Knochenartefakt ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich will vor allem die Runen haben. Ich höre es. Die Rune. Da haben wir sie ja. Meins. So, nächste Rune. Uiuiuiui, ein Glück, dass die nicht ganz so viel peilen. So. Das hier bringt mir nun leider rein gar nichts. Ah doch, hier. So geht's natürlich auch. Hier rein, meins. Ein Buch. Der Bezirk der Anwesen. Auszug aus einem historischen Überblick des Bezirkes der Anwesen. Der Bezirk der Anwesen beherbergt einige der mächtigsten Familien in ganz Dunwill und ist seit Generationen eins der Kronjuwelen der Stadt.
In keinem Bezirk gibt es feinere Restaurants oder kulturellere Veranstaltungen. Keine Familien sorgen für mehr Bewunderung oder Tratsch als die Lords und Ladies des Bezirks der Anwesen. Der verstorbene Lord Boyle und seine liebreizende Frau sind vielleicht das beste Beispiel für diese privilegierte Bürgerklasse. Ihr jährlicher Kostümball ist Gesprächsthema Nummer 1 in der High Society. Wenn die eine oder andere Familie nicht auf der Gästeliste steht, sorgt das für Unruhe in ganz Dunwell. Aber die Boyles leben nicht nur für den Genuss. Mehrere Male haben sie großzügigerweise arme Arbeiter aus anderen Bezirken der Stadt ein, zwei Wochen lang für Garten- und Hausarbeiten angestellt und so denen, die es am nötigsten haben, lebenswichtige Arbeit verschafft. Voll von Geschichten sah der Bezirk der Anwesen auch manchen Kummer, wenn Vermögen gewonnen wurden und wieder zerronnen. Nehmen wir den großen Lord Preston Moray und seine exzentrische Frau Vera, einst der Stolz der Stadt. Dann wurden sie von einer Tragödie heimgesucht und verloren alles. Von Kanälen durchzogen und mit großen Häusern geschmückt, die langjährige Steuervergünstigungen genießen. Ist der Bezirk der Anwesen ein Ort, nach dem wir alle streben sollten? Ja, und ich sehe gerade, ich habe vollkommen überzogen schon wieder. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!